Einen wunderschönen Guten Tag zusammen. Willkommen zurück zu einem neuen Tag hier unsere Italien, Österreich, Deutschland und die Tour. Wir sind jetzt gerade unterwegs. Wir sind losgefahren vor so roundabout 10 Minuten. Wir sind noch in Bassano de Grappa, glaube ich. Und wir befinden uns jetzt auf dem Weg nach Deutschland zurück. Ja, es ist ein ganz guter Weg. Also wir sind heute auch wieder, ich glaube, so 600 Kilometer dann doch nochmal unterwegs. Allerdings nicht so wie gestern, dass wir sehr viel mit Pässen fahren, sondern wir fahren recht die normale Landstraße in Italien. Dann ein oder zwei Pässe insgesamt. Und ja, ab Deutschland fahren wir dann auf die Autobahn, damit wir dann noch irgendwann ankommen, weil 600 Kilometer nur Landstraße, das ist so. Was gibt's zu erzählen? Also, kurze Zusammenfassung von unserem Trip bisher. Wir haben einmal einen Schlüssel versenkt. Wir haben gestern die Fahrräder kurz gewaschen. Durch eine unglückliche Handbewegung ist dem Mark hier der Schlüssel, der Motorschlüssel, aus der Hand gerutscht und in den Abfluss von der Waschstraße gefallen. Zum Glück nicht in den kompletten Abfluss, sondern nur in das Auffangbecken. Das heißt, wir konnten ihn retten. Aber das war eines der meisten Schicke. Dann, wir haben zwei geschrottete Sehner. Wir wissen nicht wieso, wir wissen nicht warum. Bei Benny lädt's nicht mehr. Bei Mark geht's nicht an. Geht's manchmal an. Geht's wieder aus, meistens sind wir auf dem Mesh raus, keine Ahnung, zwei auf jeden Fall, die nicht richtig funktionieren. Dann, wir hatten einen kurzen Motorradsturz, also die BMW vorne ist einmal umgefahren gestern in der Kurve, zum Glück nur mit so 50 km/h oder so, bis auf ein paar Kratzer am Motorrad, ist nicht wirklich passiert und ein blauer Fleck am Bein, zum Glück. Und ansonsten, ja, Benny hat seine Ohrstöpsel fürs Motorradfahren liegen lassen an der Tankstelle. Und Marc hat ihn nach der Kleber aufgegeben. Für die Kamera, genau. Er hat der Kleber von der Kamera aufgegeben. Sprich, ich bin jetzt auch der Einzige, der noch eine Kamera am Helm gerade hat. Weil, wer weiß, vielleicht wird es dem Kleber zu warm oder ist wie. Aber er ist auf jeden Fall ab. Und heute filme nur ich in meiner Ritter-M-Kamera. Marc fährt schon wieder Fahrrad. Bleib ich mal Spaß hier. Oh shit. Aber sieht aus wie nur Pellen, zum Glück. Sah nur noch Blechschaden aus, nichts Glas gesplittert, keine Hochgeschwindigkeitsfesserei. Das wäre es jetzt noch gewesen, wenn es schon ein Riesenunfall gewesen wäre und hier erstmal komplett sterben gewesen wäre. Ja. Oh, ein Flüstchen. Oh. Oh Mark, das war ein Roller. Das war ein Roller. Hä? Ja, willst du nicht reden nochmal? Das war ein Rollerfahrer, ihr grüßt das. Weil hier, glaube ich, wenn du wirklich ein entspanntes Leben haben möchtest, ist hier, glaube ich, eine ganz entspannte Gegend. Also wenn man sich so die Gärten jetzt angeschaut hat und so, sah schon schön aus. Vor allem alles so extrem weitläufig hier. Kurzer Zwischenstand, wir kommen hin. Ich weiß nicht, wie viel, also, habt sicherlich jetzt das ein oder andere gesehen. So, wir sind am Fahren, wir sind wieder am Pässe fahren auch. Landstraße war jetzt heute viel. Ihr seht, vielleicht seht ihr das gerade nicht. Vielleicht erkennt ihr mich ja um Zeitraffer oder was auch immer ich daraus mache, wenn ich so mache.
jeden Fall, wir sind jetzt gerade am Fahren, den ersten Pass richtig Pass hoch. Das andere Pässchen, was wir gefahren sind, war eher ein kleiner Umweg, um die Umgebung noch mal schöner zu sehen, so von oben. Dann, dass wir auf der Hochstraße oben fahren konnten. Und dann sind wir wieder beim selben Flussbett rausgekommen, wo wir jetzt halt hier den Pass angenommen haben. Ich kann euch sagen, es wird gerade etwas angenehmer, was die Temperatur angeht. Wir haben nämlich unten im Tal so um die 32 Grad gehabt. Das war schon 32 Grad, war so ein bisschen wärmer, sagen wir mal. Jetzt gerade haben wir, weiß ich nicht, also gefühlt, glaube ich, hier sind wir jetzt so auf 18 Grad runtergegangen. Hier jetzt vermutlich ein bisschen weiter oben noch, je nachdem, wo wir kommen. Wird noch ein bisschen wärmer, kühler, aber das ist auch völlig okay, weil es also ehrlich mit Blitzkombi. Genau, ansonsten kurzen Zwischenstand. Bisher läuft alles super. Wir sind einmal bisher am Tag gewesen. Keinerlei großartigen Schwierigkeiten. Wir hatten ein paar Autofahrer, die überholt haben, aus irgendeinem Grund, deswegen auch immer die wiederholt. Weil wir standen dann ungefähr 5 Minuten später eh wieder hinter denen. Sind wir auf dem Weg hier hoch und wie man sieht, da sieht man eine ganz geile Natur. Also. Wirklich, jedes Mal, jedes Jahr wieder, wenn wir eine Tour hier fahren Richtung Italien oder Österreich oder irgendwie. Jedes Mal wieder fällt mir auf, wie schön die Natur doch auch ist, wo man doch fährt. So viel dazu. Ich wünsche euch viel Spaß mit den nächsten Ausschnitten und wie wir auch immer wieder weiterfahren. Und dann melde ich mich später wieder. Wollen wir mal sagen. Ich finde es cool, dass ihr alle zuschaut, wenn ihr zuschaut, wenn ihr noch zuschaut. Danke sagen dafür, dass wir fast die 1000 Abonnenten erreicht haben, ja. Und ihr wollt, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da. Schau mal so zwischendrin, das würde mich jedes, freut mich jedes Mal sehr, wenn ich sehe, wenn ich eine neue Benachrichtigung bekomme, ein neuer Abonnent oder XY hat deinen Kanal abonniert. Finde ich immer wieder richtig cool, das zu sehen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn irgendwas euch entweder zeigen kann, wie es so schön ist, was interessant ist, was lustig ist und die ganzen Sachen. Deswegen, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt, hier die Glocke. Meine lieben Freunde, ein letztes Wort zum Abschluss. Wir sind jetzt wieder an München angekommen. Es ist jetzt 8.20 Uhr. Ich bin in wahrscheinlich so ungefähr 15, 20 Minuten zu Hause. Aber jetzt auf den letzten Metern, bis ich in München ruhig drin bin, auf der Autobahn noch, möchte ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, was ihr gesehen habt. Von Italien, von Österreich, die letzten drei Videos. Vermutlich, wie es war. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Vielleicht war der eine witzige Moment dabei. Vielleicht, ich hoffe, der eine wirklich schöne Moment war auf jeden Fall dabei. Und damit sage ich dann gute Nacht, haut rein. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn eins kommt. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.